Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Liebe Medienvertreter, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hinspiel in der Relegation zur zweiten Bundesliga zwischen dem FCK und Dynamo Dresden. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich Quirino Capretti von Dynamo Dresden und FCK-Chefcoach Dirk Schuster. Das erste Wort gebührt auch heute den Gästen. Herr Capretti, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Schönen guten Abend zusammen. Als allererstes möchte ich einen Riesendank an unsere Fans aussprechen. Danke für die tolle Unterstützung. Danke für die Lautstärke. Das hat die Mannschaft gebraucht. Also in meiner Wahrnehmung habe ich sogar manchmal das Gefühl gehabt, dass unsere Fans auch lauter waren als das komplette Stadion. Also wie gesagt, vielen lieben Dank. Das war wichtig. Zum Spiel. Es war das erwartet schwere, intensive Spiel. Vermutlich war es auch nicht schön. Ich meine, wenn man die Spiele sich anguckt, gestern, vorgestern, dann sind das Finalspiele, das sind Spiele, wo viel auf dem Spiel steht. Die sind nicht schön, die sind intensiv. Ja, und das Spiel war intensiv. Wir wussten, dass Lautern zu Beginn Druck machen wird, ja, gerade mit dem Stadion im Rücken, mit den Fans. Mussten wir viele, viele Phasen überstehen. Die haben wir überstanden. Das war Thema bei uns. Und unsere Jungs, unsere Abwehr hat richtig gut gearbeitet, richtig gut funktioniert. Wir haben die Wucht, die Kaiserslautern ausgeübt hat, haben wir im Griff gehabt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass unser Spiel mit dem Ball etwas sauberer vorgetragen wird, nicht so viel Hektik in den gewissen Aktionen einfach innehat. Das hätte ich mir gewünscht. Man hat einfach auch gemerkt, dass der ein oder andere Spieler von mir einfach diese Nervosität nicht gänzlich, zumindest am Anfang, ablegen konnte. Das war so ein bisschen hinderlich in unserem Spiel, gerade mit dem Ball. Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr haben wir auch fürs Spiel getan. Ohne, dass ich sage, ja, wir haben uns eine Chance nach der anderen herausgespielt, wie auch, ich meine, wir haben hier gegen den FCK gespielt und ja, deren Prunkstück ist ja auch die Defensive, haben gute Spieler gerade da hinten mit Wucht. Also wie gesagt, das erwartet schweres Spiel, intensives Spiel. Ich finde, dass wir uns jetzt mit dem 0-0 eine richtig gute Ausgangssituation geschaffen haben für das Rückspiel und wie gesagt, unser Ziel erreichen zu wollen. Wir wollen im Spiel, im Heimspiel bei uns unser Ziel erreichen. Wir wollen das gewinnen und die Klasse halten. Dankeschön. Dankeschön. Dirk, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, erstmal von meiner Seite schönen guten Abend. Ich fange auch so an, was die Kulisse hier auf die Beine gestellt hat, was die Fans an der Choreo gemacht haben, wie sie die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute gepusht haben. Das war sensationell, das war Gänsehaut-Feeling, glaube ich, für alle Beteiligten. Und das hat in der Unterstützung auch der Mannschaft brutal geholfen, dass sie dann zu so einer Leistung fähig war. Ich denke, dass wir unser Herz ein bisschen auf den Platz gelassen haben, dass wir von der ersten Minute an hohes Tempo gegangen sind, gut in den Zweikämpfen waren, defensiv von Dynamo sehr wenig zugelassen haben. Kopfball der Ferner war eine Chance, ja. Dann hatten sie zwei, drei Durchbrüche über außen, die aber innen sehr sauber wegverteidigt wurden. Und wir auf der anderen Seite hatten auch nicht die Hochkaräter, die hundertprozentigen Chancen, weil wir im letzten Drittel auch zu schlampig gespielt haben, nicht die richtigen Lösungen gefunden haben. Wir haben auch ein bisschen die Zielstrebigkeit haben vermissen lassen in den Abschlüssen, aber auch in der Boxbesetzung noch Luft nach oben haben. Was mir nicht so gefallen hat, was wir gestern im Training besser gemacht haben, das waren die Standardsituationen, wie wir sie gespielt haben, die heute kaum Gefahr ausgestrahlt haben. Da mal viel Luft nach oben. Ansonsten denke ich, was mein Kollege bereits gesagt hat, ist absolut richtig. Ein sehr intensives Spiel. Beide Mannschaften haben sich überhaupt nichts geschenkt. Viele Zweikämpfe, die aber in meinen Augen immer sehr fair abliefen, sodass Felix Brüsch kaum Mühe hatte, dieses Spiel zu leiten. Er hat einen guten Job gemacht, für mein Empfinden. Und wir gehen jetzt mit einem Ergebnis hier raus, das mich optimistisch stimmt. Felix Mackert hat gestern gesagt, nach einer 0-1-Niederlage, warum sollen wir nicht in Hamburg gewinnen?
Dieselbe Frage stelle ich mir auch, warum soll man nicht in Dresden gewinnen? Also ich denke, genau das ist eingetreten, was ich auch vorher gesagt habe. Heute wird es keine Entscheidung geben. Egal wie das Spiel ausgeht, es gibt ein Endspiel, das ist in Dresden, das ist am Dienstag. Und da werden wir gut vorbereitet sein und da werden wir versuchen, den Dynamos nochmal alles abzuverlangen. Da werden wir auch nochmal versuchen, ihnen einen großen Kampf zu liefern und im Endeffekt das bessere Ende für uns zu haben. Also ich sehe da dem Dienstag sehr optimistisch entgegen. Ich glaube, dass die Mannschaft heute gezeigt hat, zu was sie in körperlicher Hinsicht fähig ist. Fußballerisch können wir verschiedene Sachen besser machen, aber da haben wir uns vielleicht ein bisschen was für Dienstag aufgehoben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, schönen Abend noch. Dankeschön. Dann wäre jetzt Zeit für Fragen. Wer eine Frage hat, den bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Links und rechts stehen die Mikrofone. Moritz Kreilinger vom Kicker war der Schnellste. Guten Abend zusammen. Ich hätte Fragen an beide Trainer. Herr Schuster, ich würde mit Ihnen starten. Inwiefern haben die kurzfristigen Ausfälle von Hikmet Şefçi und Philipp Hercher Ihren Plan noch mal etwas umgeworfen und wie sieht es denn mit beiden mit Blick für das Spiel am Dienstag aus? Also Hikmet hat gestern einen Magen-Darm-Infekt gehabt, also hat sich nicht wohl gefühlt, hat hohe Werte gehabt, hohe Infektionswerte, die absolutes Mitwirken, auch ein Dabeisein bei der Mannschaft nicht möglich gemacht haben. Ich hoffe, dass bis Dienstag das alles ausgeräumt ist und dass er dann Montag mit nach Dresden fliegen kann. Auf der anderen Seite, Hecke hat im Testspiel letzten Freitag, wo wir ein internes Spiel gemacht haben, muskuläre Probleme gehabt, Sicherheitsmaßnahme, ihn dann rauszunehmen. Und ein Einsatz heute wäre voraussichtlich zu früh gekommen, hätten wir noch vielleicht was kaputt gemacht bei ihm, das wollten wir nicht. Und auch ihm bin ich guter Dinge, dass er am Dienstag zur Verfügung steht. Ja. Eine Frage, die ich jetzt an beide Trainer richten würde. Natürlich, jetzt geht man mit dem 0-0 in das Rückspiel und letztlich, wenn man dort dann das eine Tor schießt oder das eine Tor mehr schießt, dann ist man der Sieger am Ende. Aber inwiefern hat vielleicht der Respekt vor einer Niederlage oder Respekt mit dem Rückstand ins Rückspiel zu gehen, vielleicht auch ein bisschen die Angst, die Nervosität, gerade in der zweiten Halbzeit das Spiel so ein bisschen gehemmt und haben Sie sich vielleicht nicht an der einen oder anderen Stelle trotzdem noch so ein bisschen mehr Offensivzug gewünscht? Ich? Ja, bitte, mach du erst. Hast schon so viel geredet. Ne? Ja, wie gesagt, wenn man Relegation spielt, wenn man solche Finals spielt, dann sind die Spiele umkämpft, man schenkt sich nichts, man versucht Fehler zu vermeiden, fehlerlos zu spielen, man geht nicht so sehr ins Risiko, das hat man heute einfach gesehen. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir gerade in unserem Übergangsspiel den Ball flüssiger laufen lassen, dass wir einfach mehr Mut zeigen. Letzten Endes werden wir es ansprechen. Ich kann dem einen oder anderen auch nicht verübeln, bei so einer Kulisse nicht jetzt gerade den Ball anzunehmen, aufzudrehen, Dinge zu machen, die normalerweise selbstverständlich sind im Training. Ja, diese Kulisse kommt einfach auch nochmal hinzu, mental. Letzten Endes glaube ich, dass wir im Komplettpaket, im Gesamtpaket ein ordentliches Spiel gemacht haben. Gerade in der Defensive, wie gesagt, in der Offensive werden wir uns am Dienstag definitiv noch steigern müssen und das werden wir auch tun. Ja, also eine Frage zu beantworten. Ich glaube schon, dass wir versucht haben, sauber auch nach vorne zu spielen, verantwortungsbewusst vor allen Dingen. Angriffe, wie man heutzutage so schön sagt, zu kreieren, ist uns in einigen Phasen ganz gut gelungen, in anderen weniger. Ich denke auch an verschiedene Situationen, die wir an gegnerischen 16er, im gegnerischen 16er mit dem Rücken zum Tor hatten, wo wir dann einfach auch nicht die Zielstrebigkeit an den Tag gelegt haben, dort Abschlüsse zu finden. Dynamo ist völlig richtig, in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser ins Spiel gekommen, weil bei uns auch hinten raus aufgrund der hohen Intensität, die wir von der ersten Minute an den Tag gelegt haben, auch ein bisschen der Schlauch geplatzt war und der ein oder andere Spieler auch ein bisschen auf dem Zahnfleisch unterwegs war. Das haben wir in Kauf genommen. Ich glaube, wir haben eine gute Ausgangsposition. Also wir können mit dem 0-0 wunderbar leben und fahren jetzt mit breiter Brust auch nach Dresden. Ich würde gerade noch eine Frage stellen, wenn ich darf.
Julian Nihus und Marlon Ritter haben in der Kombination bisher selten oder vielleicht auch noch wirklich gar nicht zusammengespielt. Es hat aber schon wirklich einen ganz guten Eindruck gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Julian Nihus hat Marlon Ritter häufig den Rücken freigehalten, sodass er sich häufiger auch im Spiel nach vorne einschalten konnte. Wie haben Sie denn die beiden im Zusammenspiel gesehen? Ja, Marlon hat versucht, das Spiel nach vorne anzukurbeln, das ist richtig. Jule hatte so ein bisschen die Aufgabe, den Kontakt zur eigenen Viererkette hinten als Staubsauger vor der Abwehr zu halten. Hat einen Bombenjob gemacht, bis ihm halt die Luft ausgegangen ist. Das, ja, das Spiel der beiden zusammen hat ganz gut gepasst, zumal Jule auch die Körperhöhe mitgebracht hat für die Standardsituation und für die Flanken und Eingaben der Dresdner, wo wir ein bisschen Bauchschmerzen vor dem Spiel hatten, muss ich ehrlich sagen, weil wir von der Anzahl der Körperlichkeit in Standardsituationen bei Kopfbällen uns da nicht so gut gesehen haben. Aber da hat es natürlich geholfen, dass der Jule dann auf dem Platz stand und mit seiner Körpergröße dann auch noch helfen konnte, viel wegzuräumen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Der Kollege wartet schon. Genau, Timotheus Heimert von der Sächsischen Zeitung. Herr Capretti, Paul Will hat sich in der ersten Halbzeit verletzt. Wie geht's ihm? Was hat er genau? Ja, Paul ist im Krankenhaus, wird beobachtet, hatte eine starke Gehirnerschütterung. Ihm war schwindelig, er hat Dinge doppelt gesehen und das hat einfach keinen Sinn gemacht. Er hat es dann nochmal versucht, aber da sind wir auf Nummer sicher. Er ist jetzt, wie gesagt, im Krankenhaus, bleibt da auch zur Beobachtung. Da gehen wir gar kein Risiko ein. Also er wird auch nicht mit nach Dresden zurückfliegen? Heute Abend nicht, nein. Und die zweite Frage, Sie haben heute erstmals ein gelbes T-Shirt getragen. Warum war es Ihnen wichtig, sich dem Aufruf der Fans alle in Gelb anzuschließen? Nun ja, wir haben diesen Aufruf alle toll umgesetzt. Ja? Das ganze Team, die ganze Mannschaft, alle in Gelb. Ja? Die Fans, das war eine richtige gelbe Wand. Das ist ja selbstverständlich. Ja? Wenn die Fans so einen Aufruf starten, dass wir alle mitziehen. Ja, wir sind ein Team, ein Verein, nur so geht das. Wir sind Dynamo Dresden und fand ich eine super Aktion. Ich nehme an, Sie werden auch am Dienstag ein gelbes T-Shirt tragen. Mal gucken. Ne? Gibt es noch weitere Fragen? Die gibt es. Roland Zorn mit der nächsten Frage. Sie können sich's aussuchen. Nehmen Sie das ist ein bisschen näher, ja. Ich habe auch eine Frage an beide Trainer. Sie sind ja beide erfahren mit solchen Spielen, Relegationsspiele auf der einen Seite, Entscheidungsspiele auf der anderen Seite, Aufstieg damals dritte Liga mit Ferl. Wie geht man als Trainer mit Mannschaften um, die jetzt wirklich vor der Entscheidung stehen, vor den 90 Minuten, die das Spiel dann entscheiden werden? Was ist da vielleicht noch ein bisschen anders als vor dem ersten Spiel? Nun ja, ich werde natürlich jetzt hier nicht meine Tricks verraten. natürlich, ja. Jetzt ist es nur noch ein Spiel. Das ist das Spiel, wer das Spiel gewinnt, bleibt oder beziehungsweise ist Zweitligist. Das ist das Ziel, was wir uns gesteckt haben, worauf wir lange gearbeitet haben. Diese Chance wollen wir wahren. Und das ist eben die große Chance. Und das Wort bringt es mit sich. Das ist eine Chance. Das ist was Positives. Und diesen Blick, den wollen wir einfach auch, den wollen wir wahren, den wollen wir fokussieren. Es ist etwas, was wir unbedingt wollen, da werden wir alles dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und wie gesagt, so ein Spiel hat nicht jeder. Wir haben es. Das ist was Gutes. Und wir werden alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen. Ja, von unserer Seite ist es genauso. Natürlich ist ein Endspiel, aber ich möchte eins vorneweg sagen, auch von unserer Seite, vom 1. FC Kaiserslautern und dem Paul Will, alles Gute. Dankeschön. Ich hoffe, dass es nicht schlimm ist, dass er vielleicht am Dienstag schon wieder mitwirken kann. Ausgezeichneter Fußballer und wie gesagt, von unserer Seite gute Besserung und möge bald wieder gesund sein. Zu der Frage gerade, ist ein Endspiel, klar, es wird einen Sieger geben. Wir haben genauso die Chance, wie Dynamo Dresden in die zweite Liga einzuziehen. Die wollen wir nutzen, wir werden alles dran setzen. Wir werden gut vorbereitet sein und dann wollen wir Dynamo in Dresden einen großen Kampf liefern. Gibt es noch weitere Fragen an die Trainer? Jawohl, die gibt es.
Tim Schlegel, Bild-Zeitung Dresden. Rino, für mich war unter anderem die Position auf der 6 heute entscheidend. Zum einen Paul Will, der also sehr, sehr gut angefangen hatte, dann raus musste, aber danach auch Yannick Stark, der ja zuletzt nicht so oft gespielt hatte, fast nahtlos angeschlossen. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, weil das ist, glaube ich, A, nicht selbstverständlich und B, glaube ich, ein ganz wichtiger Mosaikstein, dass sofort quasi ohne Leistungsverlust da jemand nachgerückt ist. Weil das ja eine ganz entscheidende Position heute auch gewesen. Ja, definitiv ein Riesenlob, ein Kompliment an Yannick. Ich meine, es ist nicht einfach als Spieler, als Führungsspieler, der er nun mal ist, wenn ich ihn dann das ein oder andere Spiel nicht berücksichtige, dass er dann, wenn er gefragt ist, so eine Leistung abliefert. Aber das zeigt einfach auch den Charakter von Yannick Stark. Ich habe viele Gespräche mit ihm geführt. Er hat zu mir gesagt, Coach, das ist nun mal, wie es ist. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Das waren seine Worte. Da merkt man einfach, dass es nicht um einzelne Spieler geht. Es geht nie um Einzelne. Es geht nie um persönliche Belange, sondern es geht um das Team, um den Verein. Und das hat Yannick perfekt durch seine Leistung einfach auch gezeigt, dass er A, ein guter, richtig guten Charakter hat und B, uns mit seiner Leistung richtig geholfen hat in einer Phase, wo er sich kaum warm gemacht hat, sondern sofort reingeschmissen wurde mit seiner Erfahrung, mit seinem guten Stellungsspiel, einem guten Defensivverhalten, zusammen natürlich mit unserer Dreierkette bzw. Fünferkette. Das hat super funktioniert. Super. Bin ich super mit zufrieden. Gibt es noch weitere Fragen? Ich schaue noch mal in die Runde, letzte Chance. Keine Fragen, doch, Kollege Zorn noch mal. Ich habe noch eine letzte Frage an Gerino Capretti. Sie sind ja jetzt ein Spezialist in Unentschieden geworden, wahrscheinlich eher ungern als gern. Wie würden Sie dieses Unentschieden einschätzen und wie nah, glauben Sie, sind Sie jetzt am ersten Sieg mit Dynamo Dresden in einem Pflichtspiel? Also ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben zu Null gespielt, das ist was Positives. Wir haben hinten richtig gut gearbeitet. Wir haben uns eine gute Ausgangssituation geschaffen für das Rückspiel. Es war ein ordentliches 0-0. Sicherlich war es in der Offensive ausbaufähig, das wissen wir, da werden wir dran arbeiten, das werden wir thematisieren. Aber wir gehen mit einem positiven Gefühl in das Rückspiel, in das Endspiel und wollen das letzte Spiel, was wir haben, das allerletzte Spiel, wollen wir gewinnen. Ja, von mir aus waren alle Spiele, die davor stattgefunden haben, einfach Mittel zum Zweck, dass wir dass wir immer aus jedem Spiel irgendwas mitgenommen haben, gelernt haben, Mehrwert geschaffen haben für dieses allerletzte Spiel. Wenn es dann so sein musste, dann ist das eben so. Dann werden wir das allerletzte Spiel für uns entscheiden, da werden wir alles für tun und das ist dann am Ende, was zählt. So, dann frage ich nochmal, gibt es noch Fragen an einen der beiden Trainer? Das ist diesmal tatsächlich nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende, unseren Gästen aus Dresden eine gute Nachhausefahrt und nochmal die besten Genesungswünsche an Paul Will. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, danke.